Hey, ich bin's, Marco von reisenachatlantis.de und bei meinem letzten Video habe ich euch über Konfliktlösungsorganisationen erzählt, also praktisch Versicherungen, die man haben kann, oder eine theoretische Lösung des Problems, wie kann man Sicherheit haben ohne einen Staat. Und da habe ich euch so ein bisschen Food for Thought gegeben, so ein bisschen etwas zum Nachdenken. Worüber ich nicht geredet habe und worüber ich jetzt reden möchte, ist, warum ist das überhaupt notwendig? Warum reden wir überhaupt darüber? Ja? Warum mache ich mir überhaupt Gedanken darüber, wie eine staatenlose Gesellschaft funktionieren könnte? Nun, das liegt vor allem daran, dass Staaten scheiße sind, ja? Um es mal so auszudrücken. Denn ich meine, ihr kennt die Geschichte alle grob. Ja? Ihr habt Geschichte gehabt in der Schule und deswegen nehme ich an, ihr seid alle zumindest grob damit vertraut, was alles so im 20. Jahrhundert abgegangen ist. Und da sind wirklich die Staaten amok gelaufen, sind wirklich komplett millionenfach wurden Menschen umgebracht in den Weltkriegen, in anderen Kriegen, und vor allem haben die Staaten sogar ihre eigenen Menschen umgebracht, und das ist noch viel, viel, das sind noch viel, viel Menschen, die dabei gestorben sind, als in all den Kriegen. Ja? Staaten, die ihre eigenen Bürger umbringen. Und aus diesem Grund ist es praktisch sozusagen der, wie soll man sagen, also der Etatismus, sozusagen die Idee, dass, oder der Umstand, dass halt Staaten an der Macht sind und Staaten ein Machtmonopol haben auf die Leute. Das ist nämlich der Unterschied zwischen einem Staat und einer Konfliktlösungsorganisation. Okay? Staaten haben das Monopol über die Gewalt. Und Konfliktlösungsorganisationen hätten kein Monopol. Ja? Du könntest, egal wo du bist, könntest du entscheiden, welche Konfliktlösungsorganisation du haben möchtest. Ja? Und die Konfliktlösungsorganisationen müssen dir zeigen, dass sie gut sind, müssen dir zeigen, dass sie dich auch wirklich beschützen, müssen dir zeigen, dass sie dich entschädigen, wenn dir was geklaut wird und all sowas. Und das muss ein Staat nicht erfüllen. Ja? Wenn ein Staat seine Arbeit nicht macht, wenn ein Staat dir keine Gerechtigkeit gibt, wenn ein Staat dich nicht beschützt, und wie gesagt, in der Geschichte war es eher der Fall, dass du eher von einem Staat umgebracht wirst, als millionenfach wurden Menschen umgebracht von ihren Staaten, und da hast du sozusagen nicht dein Recht bekommen auf Gerechtigkeit oder auf Unversehrtheit, körperliche Unversehrtheit. Dein Recht darauf, keine Gewalt gegen dich initiiert zu bekommen. Ja? Dann ist eigentlich klar, dass wir wirklich eine andere Lösung brauchen zu diesem Problem. Ja? Das ist halt ein großer Grund, warum wir uns Gedanken machen müssen, wie wir jetzt in unserer heutigen Gesellschaft über Staaten denken. Ja? Denn es ist etwas sehr, sehr, sehr Gefährliches. Ja? Das kann von heute auf morgen, vielleicht nicht auf heute und morgen, aber kann es passieren, dass Staaten anfangen, auch in Europa ihre eigenen Leute umzubringen, oder auch Kriege gibt es immer noch und so weiter. Und ich meine, das Fundamentalste oder das sozusagen gegen jeden von uns passiert, ist die Besteuerung. Also dass du zum Beispiel keine Wahl hast, ob du nun zahlst oder nicht. Ja? Oder einfach gesagt, ja, nee, du musst zahlen. Und wenn du nicht zahlst, dann geht es dir in den Kragen. Ja? Viele Leute behaupten, ja, nee, das ist Steuern sind freiwillig und so weiter. Nee, stimmt nicht. Stimmt nicht, versuch's mal nicht zu zahlen. Die kommen schon hinter dir her und die fordern das Geld dann auch ein, wenn es sein muss, mit Gewalt. Ja? Und deswegen sind die Staaten eben nicht dazu da,
dich zu beschützen. Dann sind ja die, die dich ausrauben. Ja, das ist es ja. Es ist Raub. Raub ist definiert als jemandem das Eigentum wegzunehmen und wenn derjenige sich wehrt, Gewalt anzuwenden oder Gewalt anzudrohen, um das Eigentum von jemand anders, anderem zu bekommen. Insofern ist eine der grundlegendsten Gründe, warum Leute meinen, Staaten seien gut, ist gar nicht valide, weil Staaten schützen nicht dein Eigentum, sie nehmen es dir weg. Und dadurch sind dann auch solche Dinge wie Kriege überhaupt erst möglich. Ich denke, niemand, der einen Krieg selbst bezahlen müsste, würde jemals einen Krieg starten, weil Kriege einfach so verdammt teuer sind. Ja? Und genau, lange Rede, kurzer Sinn. Oder eigentlich viel Sinn. Also ich denke, also als ich als erstes von diesen Ideen gehört habe, da habe ich mich sehr, hat es mich total zum Denken angeregt. Und ich hoffe, das macht es auch jetzt mit dir. Und zu sagen, dieser Gedanke, Staaten sind nichts Gutes. Wenn man wirklich drüber nachdenkt, sind sie nichts Gutes. Sie rauben die Bevölkerung aus, gegen ihren Willen. Denn wenn sie es wollen würden, dann wären Steuer freiwillig, aber sie sind es eben nicht. Und deswegen brauchen wir eine friedlichere Lösung. Und ich habe in meinem letzten Video erwähnt, wie eine theoretische Möglichkeit aussehen kann. Aber es muss ja nicht unbedingt die Möglichkeit sein. Aber wie gesagt, eine Möglichkeit sind diese Konfliktlösungsorganisationen. Und ich bin gespannt, was ihr von diesen Ideen hält, ob es euch inspiriert und was es alles so bei euch auslöst und welche Gegenargumente ihr vielleicht habt. Denn ich merke, dass das ist jetzt erst mein zweites oder drittes Video und deswegen bin ich so ein bisschen im Leerlauf, weil ich niemanden habe bis jetzt, der diese Gedanken mit mir bespricht. Aber das wird sich ja bald ändern, sobald ich diese Videos hochlade, was ich noch nicht gemacht habe. Deswegen ein Grund, warum ich noch niemanden habe zum Reden. Nein, aber der Punkt ist sozusagen, wenn ich eure Argumente höre, dann kann ich darauf eingehen und dann entsteht hier auch ein richtiger Dialog. Und darauf freue ich mich jetzt schon total. Und um mit mir in Dialog zu treten, um etwas zu sagen zu dieser Diskussion, diese Debatte, jegliche Ideen, die du hast oder alles was dir so einfällt, bin ich gerne bereit, mit dir darüber zu reden. Und um das zu tun, gehe jetzt zu reisenachatlantis.de und dann kannst du der Facebook-Gruppe beitreten und dort finden all die Diskussionen statt. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.